Kommen wir heute mal zu einer Frage, die mir auch häufig gestellt wird, nämlich woran ich entscheide, ob ein Bild Farbe oder Schwarz-Weiß sein soll. Die Antwort ist ganz einfach, kommt drauf an. Habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an, was das für ein Bild ist und wofür es ist. Im Normalfall bin ich der Meinung, dass Farben grundsätzlich zusammenpassen müssen. Das heißt, es gibt ja nicht umsonst sowas wie die Farblehre, also Komplementärfarben zum Beispiel. Die passen halt gut zusammen, weil sie im Farbkreis gegenüberliegen. Wenn in einem Bild Komplementärfarben vorherrschen, dann sieht das meistens auch gut aus. Wenn aber die Farben in einem Bild nicht zusammenpassen oder auch einfach mir vom Farbton her nicht gefallen, dann kann es halt sein, dass ich auf das Bild gucke und das sofort irgendwie nicht mag. Und dann ist das ganz egal, wie cool das Licht ist oder wie toll da vielleicht auch die Situation ist oder wie klasse der Gesichtsausdruck des Models. Eine Farbe, die nicht anspricht, die stößt erstmal ab. In dem Fall ist es meistens das Einfachste, das Bild in Schwarz-Weiß umzuwandeln. Denn damit nimmt man einfach eine Variable aus der ganzen Gleichung raus. Das heißt, diese Variable Farbe nimmt man raus und man konzentriert sich ein bisschen mehr auf Licht und den Ausdruck. Meistens haben Schwarz-Weiß-Bilder daher auch so ein etwas, die haben ein bisschen was Langlebigeres, würde ich mal sagen. Es ist ein bisschen klassischer vielleicht. Farben unterliegen ja auch einem gewissen Modetrend und wenn dann natürlich auch noch so ein bisschen Bildbearbeitung dazukommt und so, dann, dann kann das halt sein, dass ich das auch heute cool finde und morgen nicht mehr. Also Farben müssen grundsätzlich in einem Bild passen. Wenn ich das Shooting inszeniere, wenn ich wirklich die einzelnen Zutaten wählen kann, dann kommt meistens auch Farbe ins Spiel. Outfit, Location, das passt dann alles zusammen. Wenn ich aber draußen auf der Straße unterwegs bin, kann ich die Farben oft nicht wählen. Und dann, dann kann es halt auch oft sein, dass ich einfach alles schwarz-weiß mache. Schwarz-weiß ist halt die Lösung allen Übels. Was anderes ist es, wenn ich auf Reisen bin. Wenn ich zum Beispiel in so einem Land wie Kuba bin, dann gehört für mich die Farbe einfach ins Bild dazu. Ich finde, die Farbe auf einem Foto spiegelt auch so ein bisschen den Geruch eines Landes wieder. Also ich kann das ganz schwer beschreiben, aber durch die Farbe wird halt irgendwie auch so ein bisschen, da wird unheimlich viel transportiert und ganz, ganz viele Länder haben halt so ihre typischen Farben. Naja, und wenn man an Kuba denkt, da hat man sofort ganz typische Blautöne im Kopf, Grüntöne, Gelbtöne. Ne? Ja, wenn ich an Deutschland denke, dann habe ich halt so ein Mittelgrau und ein Dunkelgrau und vielleicht nochmal so ein Hellgrau mit dabei und das Ganze dann in Hamburg noch gemischt mit so einem Backsteinrot aus der Speicherstadt, aber das ist dann farblich auch alles nicht so toll. Ne? Aber auf Reisen gehören halt Farben in den meisten Fällen für mich dazu. Ja, und Kuba ist da ein ganz gutes Beispiel oder auch Namibia zum Beispiel. Ne? Also ich könnte mir ehrlich gesagt Namibia-Fotos in Schwarz-Weiß jetzt für mich nicht vorstellen, auch wenn das mit Sicherheit auch sehr cool ist. Ja, und das ist so ein bisschen für mich Entscheidungsgrundlage, warum ich Bilder in Schwarz-Weiß oder in Farbe mache. Bei Porträts zum Beispiel entscheide ich mich halt sehr oft für Schwarz-Weiß, weil da geht es dann ja doch um den Menschen, da geht es um den Ausdruck des Menschen und da möchte ich dann auch nicht von Farbe abgelenkt sein. Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, irgendwie ist doch die Bearbeitung in Schwarz-Weiß auch einfacher, oder? Leute, wenn euch meine Gedanken gefallen, drückt mal da unten auf diesen Abonnieren-Button. Ich würde mich freuen. Tschüss.